Jo Leute, willkommen zu diesem Video. Ich bin wieder unterwegs. Tom und von den anderen, die bisher in den Videos dabei waren, ist auf diesem Trip keiner dabei. Ich bin alleine unterwegs mit meiner Freundin und mit den Schwiegerleuten. Es geht nach Kroatien, wir sind noch in Slowenien. Wir haben 7.07 Uhr seit 3 Uhr unterwegs. Jetzt kommt das Intro und danach erkläre ich euch, wie der Urlaub ablaufen wird, wie ich mir das mit den Videos vorgestellt habe, weil ich habe momentan noch absolut gar keinen Plan. Alles weitere nach dem Intro. Ja Leute, ich bin auf dem Weg nach Kroatien, 3 Wochen bin ich unten. Wie ich das mit den Videos geplant habe, weiß ich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Ich werde unten nicht jeden Tag fahren. Auf alle Fälle heute, Tag 1. Wir sind noch auf dem Weg runter. Was ich noch dazu sagen werde, ich werde unten wahrscheinlich die meiste Zeit nicht alleine fahren. Ich werde einen Sozius dabei haben, meine Freundin. Und ich werde auch ziemlich sicher nicht so fahren wie in Italien. Wenn ihr die Videos noch nicht gesehen habt, ich verlinke euch oben oder unten in der Videobeschreibung den Link dazu. Mal schauen, was auf mich zukommt. Ich lasse mich überraschen. Ich war seit, ich glaube, 6 Jahren nicht mehr in Kroatien. Und dieses Mal das allererste Mal mit dem Motorrad. Lassen wir uns überraschen. So, aber zum Anfang des Videos, wie es auf die Reisen gehört, erst einmal ja. Bulai! So, Tag 2. Gestern habe ich nichts mehr aufgenommen. Wir fahren heute einfach mal eine kleine Erkundungstour. Wird jetzt nicht allzu lange dauern. Ich fahre nicht alleine. Ich habe als Sozius meine Freundin mit hinten drauf. Deswegen ein bisschen entspannter unterwegs. Mal schauen, wie viel ich fahre, wie viel ich aufnehme, wo es überall hingeht. Heute zweiter Tag, an dem ich hier bin und erster Tag, an dem ich fahre. Nächster Weg, interessant. Wir haben es jetzt 11.18 Uhr und ich glaube schon 30 Grad. Das wird über den Tag wieder eine Bullenhitze werden. Und Premiere, meine Freunde, das allererste Mal, dass ich mit der überhaupt in Kroatien bin. Den Gedanken hier zu fahren hatte ich schon seitdem ich glaube 16 bin, hat sich bisher aber nie ergeben. Und dieses Jahr ist es endlich soweit. Wir sind 3 Wochen hier. Mal schauen, wo ich überall hinfahre. Heute, wie gesagt, nur eine kleine Erkundung durch die Dörfer, wo wir hier sind. Auf alle Fälle, es ist so eine Art, ja, kann man es Traum nennen, seitdem ich mit dem Motorradfahren überhaupt angefangen habe, einmal nach Kroatien fahren oder einmal in Kroatien fahren mit dem Motorrad. Es ist einfach geiles Wetter, Landschaft. Ich hoffe, man kann auch abseits ein bisschen fahren. Und da sich auch keiner beschwert, das werden wir die Tage noch herausfinden. Aber hier drehen wir erstmal um. Oha, ist schon rutschig. Dann fahren wir noch ein bisschen die Seitenstraßen ab. Ah ja, ist schon leiwand. Und Kroatien ist halt auch wieder eine ganz andere Nummer wie Italien damals. Der Link für die Italien-Vlog steht eh unten in der Beschreibung. Könnt ihr mal reinschauen. Und ich muss ehrlich sagen, sowohl wie in Italien als auch jetzt in Kroatien hier, es ist einfach komplett was anderes wie in Deutschland zu fahren. Neue Ecken, anderes Klima und auch andere Möglichkeiten mit dem Motorrad zu fahren. Wir haben vorne kein Verbotsschild gesehen. Anscheinend kommt man hier zu einer Sehenswürdigkeit hin. Hoffentlich ist es der richtige Weg. Wie gesagt, wir erkunden hier erstmal. Ah, sieh an. Ist richtig cool. Und ich habe mich gerade am Krümmer verbrannt. Ja, Freunde, das ist Kroatien. Durch den Feldweg hochgefahren, was extrem geil ist. In Deutschland wäre es schon wieder illegal gewesen. Aber hier interessiert es halt keinen. Und das ist halt auch das Coole. Da hinten, ich weiß nicht, ob man es sieht, ist unsere Ferienwohnung. Wir haben einen Pool, wir haben Stellplätze, alles easy. Und hier ist halt einfach auch recht wenig los. Umso weniger los ist, desto mehr Leute können sich nicht beschweren. Da hinten sieht man das Meer. Wir sind ein bisschen außerhalb. Ans Meer werden wir aber auch noch fahren. Wann? Weiß ich nicht. Und ich kann euch mal einen kleinen Rundumblick geben. Genau, wie die Ortschaft heißt, weiß ich nicht. Die Ortschaft kann ich nicht aussprechen. Das Denkmal, auch keine Ahnung. Der Planet ballert wieder ordentlich. Alter, ich merke schon wieder den Sonnenbrand. Motorrad im Hänger runtergefahren. Wir werden einfach mal hinten weiterfahren. Da kommen wir dann zurück zu dem Dorf. Und dann war es das eigentlich schon für heute. Dann sehen wir uns wahrscheinlich die Tage wieder beim nächsten Cut. Vierter Tag. So Leute, wir spulen 2 Tage mal vor. Wir waren heute mit dem Auto am Strand, wir waren gestern am Strand. Einfach mal ein bisschen das urbane Gelände erkundet.
Ich bin mit Sozius unterwegs und wir checken jetzt mal einen Trail aus, den ich im Internet gesehen habe, der anscheinend für Fahrzeuge, glaube ich, oder mit dem man mit Offroad-Fahrzeugen fahren kann. Ich habe da den Einstieg gesehen, aber wie der ist, keine Ahnung, da fahren wir jetzt einfach mal hin. Wir werden aber nur ein kleines Stück von dem Trail fahren. Ich glaube, insgesamt geht der 5 Stunden, laut Internet. Wie gesagt, ich kenne den Trail nicht und glaubt auch nicht alles, was im Internet steht. Wir fahren da einfach mal rein, wir tasten uns mal langsam vor und schauen, was auf uns zukommt. So, und das hier ist der Einstieg zu dem angeblichen Trail. Aber davor nehme ich noch den ND-Filter ab, weil ich nicht weiß mit dem Filter, wie gut man da im Finsteren sehen kann. Normalerweise nehme ich für die Motovlogs, wenn ich auf der Straße bin oder wenn es heller ist, einen ND-Filter her. Einfach für ein bisschen schöneres Bild. Den habe ich jetzt abgemacht. Weil wenn es nämlich finsterer wird, oder wenn es nämlich dunkler wird, dann ist es nämlich wie eine Art Sonnenbrille. Dann erkennt man nämlich das Bild nicht mehr so gut, weil es nämlich dann im Allgemeinen dunkler wird. Den habe ich jetzt abgenommen. Wir fahren jetzt mal rein, ganz vorsichtig. Und mal schauen, was uns erwartet. Vorab, wir sehen hier kein Verbotsschild, ist schon mal gut. Wir machen das ganz easy, ganz entspannt. Streckenführung kenne ich nicht. Und das ist halt einfach jetzt schon wieder so geil. Oh, Reh! Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat, da ist gerade ein Reh rüber. Lul! Da machen wir mal ein bisschen Piano. Ja gut, erste Abzweigung, wo fahren wir hin? Fahren wir mal den Hauptweg entlang. Aber solange kein Schild da steht, gehe ich mal davon aus, dass man hier fahren kann. Aha! Was sehe ich denn da für Spuren? Ich glaube, wir sind ja nicht die Einzigen, die hier fahren. Oh, Förster. Ah, Rehe. 1, 2, 3. Ja gut, aber wenn der Rehe rumlaufen, dann glaube ich, dass ich das hier an dieser Stelle lassen sein werde. Weil irgendwie mit Tiere... Ich check mal kurz die Karte. Man könnte jetzt da weiterfahren. Weiß ich nicht. Nee, dreh mal um. Der Weg geht zwar hier weiter um die Kurve, hinten habe ich aber 4 Rehe gesehen. Ich will es nicht herausfordern, dass da vorne wer sitzt. Und dann fahren wir mal den Weg von der anderen Seite. Der endet durch dem Tal, führt ein bisschen weiter vor. Wir fahren aber jetzt den gleichen Weg zurück. Und dann fahren wir quasi den Weg von der anderen Seite mal an. Mal schauen, was wir sehen, ob da auch Tiere sind oder wie weit wir kommen. Aber das ist irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht unterm Tag mal herkommen. Ich könnte jetzt natürlich auch ohne Rücksicht jetzt da durchholzen, aber da komme ich lieber an einem anderen Tag nochmal. Mittag, wenn die Tiere dann eh nicht so aktiv sind oder unterwegs sind. Man muss es ja nicht übertreiben. Bevor ich aber zurückfahre, will ich hier nochmal kurz reinschauen, wohin es hier geht, wenn wir schon mal hier sind, Leute. Ah, okay, Feld. Gut, nichts Besonderes, drehen wir um. Alles klärchen. Der nächste Försterstand. Wieder schauen und reingehauen. Sonnenuntergang, schön in der Frische fahren, tipptopp, angenehm warm oder kühl, je nachdem, wenn die Hitze nicht mehr ganz so runter brennt. Wir checken hier nochmal kurz die Karte, weil ich mich hier absolut nicht auskenne. 20 Minuten später. Hier ist anscheinend der Einstieg von der anderen Seite oder einer von den Einstiegen. Ich sehe auch kein Verbotsschild, wir fahren einfach mal. Ansonsten drehen wir um, wie gesagt, kenne ich nicht, wir erkunden einfach mal. Wir fahren einfach mal geradeaus. Vertraut nicht dem Internet. Seid nicht so dumm wie ich. Ja, das Ganze ist mit Sozius ein bisschen schwieriger zu bewältigen. Und die Wege verbinden sich anscheinend im Tal. Die führen irgendwie auch alle wieder zusammen. Da vorne rechts und umdrehen. Gut, laut Karte einmal around turnen, dass man wieder auf die Hauptstraße hochkommt. Genau, anscheinend hier hoch. Der führt uns wieder zurück in die Zivilisation. Boah, leck. Ein bisschen too much.
Es ist mit Sozius eine komplett andere Herausforderung, als wenn man alleine fahren würde. Ah, Zivilisation. Das war jetzt nicht der komplette Trail, wie gesagt, das war nur ein kleiner Ausschnitt. War dennoch gut, auch eine kleine Herausforderung. Und somit sehen wir uns beim nächsten Cut. So Leute, nächster Cut. Wir sind auf dem Weg zum Strand heute mal und ich muss sagen, die Stimmung ist schon wieder sehr, sehr aufgeheizt. Einerseits komplett überladen, wie man oben schwer erkennen kann, und andererseits kackt das Navi wieder voll rein. Ich habe es im Großglockner-Video schon gesagt, ich habe mein Handy mit Kado verbunden. Das Handy habe ich in der Tasche, dass ich quasi das Navi nur höre. Und dann irgendwie, wenn es kein GPS hat, dann ladet es auch nicht neu. Und da muss ich locker 5, 6, 7, 8 Mal stehen bleiben, dass ich nachschauen kann, wo ich bin, dass es neu geladen wird. Es ist einfach absolute Katastrophe. Oh, Schlaglöcher des Todes. Aber hier kenne ich mich aus. Wo ich 12 war, von 12 bis 17, war ich glaube ich immer hier. Aber da wir unsere Ferienwohnung außerhalb haben, brauche ich das Navi, bis ich hierher komme. Aber ab hier kenne ich mich wieder aus. Auf dem Weg zum Strand. Stimmung könnte vielleicht ein bisschen besser sein. Aber mit solchen Aussichten hebt sich die schon mal. Wisst ihr Leute, ich will auch nicht immer nur das Gute zeigen. Es soll transparent sein. Und manchmal habe auch ich vielleicht etwas schlechtere Stimmung. Aber so ist es halt. Ja, sicher, mach mal langsam. Ist ja kein Problem. Alles easy cheesy. So, wir haben jetzt noch ein paar hundert Meter zum Strand. Noch eine kleine Offroad-Passage. Endstation. Was da weiter geradeaus ist, weiß ich noch nicht. Fahre ich vielleicht später zu erkunden. Schattenplatz suchen und gut ist. Ah, Meer. Ich weiß nicht, wie gut das man mich versteht. Aber wir werden uns hier hinten, werden wir uns hinlegen. Da vorne, ungefähr wo der Schirm ist, hinten im Wald, Moped geparkt. Und jetzt geht's gleich rein ins Wasser. Wurde aber auch Zeit. Mega cool. Bei der Rückfahrt bleiben wir noch stehen. Bei einer Schlucht oder Fjord, was das ist. Und da sieht ihr gleich einen Cut. Und dann sind wir schon bei der nächsten Szene. Bevor wir zu der einen Bucht fahren oder Fjord oder was das auch immer ist, was ich gesehen habe, bin ich noch mal kurz jetzt alleine unterwegs. Da vorne geht nämlich ein Weg rechts rein, den will ich erkunden. Und links geht es zu einem anderen Strand. Da will ich auch noch mal kurz hin. Kurz abchecken. Und dann geht es zur Bucht. Wo geht es denn hier hin? Aha, Sackgasse und hier? Okay. Nichts. Da reinfahren will ich jetzt auch nicht. Jetzt fahren wir noch kurz zum anderen Strand vor, wo ich damals als Kind, / Jugendlicher, schon einige Male da war. Ich glaube, das war auch schon 7, 8 Jahre her. Aber damals war ich oft hier die Ecke unten. Mann. Genau, da links einfach mal rein. Herrlich. Jetzt mal noch ein paar Bilder. Dann hole ich meinen Sozius ab. Dann steht auf dem Programm noch tanken, auf zur Bucht. Und dann war es das auch schon wieder für diesen Tag. Gut. Ja. Darfst du zurückfahren? Wir fahren jetzt in die Schlucht runter. Unten gibt es einen Strand oder einen Beach. Ich glaube Fjord wird es sogar beschrieben. Da machen wir noch kurz Rast. Aber ja, doch, ist nett. Warum nach Norwegen fahren? So, wie weit kann man dahinter fahren? Ach, das war's schon. Ja, da ist der Fjord. Auch nett. Da ist der Fjord. Kann man auch reinspringen. Da hinten ist ein Strand. Mal schauen, vielleicht kommen wir mal her, vielleicht auch nicht. Aber ist nett.
Auf alle Fälle, jetzt geht's heim und dann bis zum nächsten Cut. So Leute, letzter Tag, heute ist Sonntag. Heute geplant, wir fahren zu einem Wasserfall und zu einem See und danach dann vielleicht noch zum Strand. Aber zum Strand, ob ich euch da mitnehme, weiß ich nicht, wie spektakulär das Ganze wird. Genau, heute ist Sonntag, letzter Tag von der ersten Woche. Nächste Woche geht es dann wieder weiter im nächsten Video, aber dazu später mehr, was für nächste Woche geplant ist. Und ich kann euch im nächsten Video schon mal ein kleines Fazit geben im Vergleich zwischen Italien und Kroatien. Da habe ich schon nach einer Woche eine Meinung. Eine Stunde später. Ich glaube, wir haben's. Ja gut, Wasserfall ohne Wasser. Und welche Aussicht hat man hier? Ah ja. Ist in Ordnung. Ich glaube, dass man da auf der anderen Seite runtergehen könnte. Dann kommst du da unten raus. Aber scheint mir ja nicht so spektakulär zu sein, wenn da kein Wasser ist. Aber geht schon ordentlich runter. Meter, irgendwie sowas. Ich gehe jetzt wieder hoch zum Moped, aufsitzen und weiter zum See. Ich wollte euch aber noch die Aussicht hier zeigen. Hier gehen auch überall ein paar Wege weg, wo man auch in die Walachei fahren kann und durch den Wald dies, das, Ananas. Aber nicht heute. Schaut es euch an. Herrlich. Und genau da passt dieses Moped rein. Finde ich sehr schön. Und das meine ich, wenn man da unten mal, ich weiß nicht, ob man es sieht, hier geht ein Weg weg, oben geht ein Weg weg, unten durchs Tal geht ein Weg weg. Ich glaube, dass du durch die ganzen Hügel hier fahren könntest, aber dann weißt du wieder nicht, ist es privat, darf man da fahren, wie sind die Leute drauf, mit dem Gesetz, dies, das, Ananas. Auf alle Fälle ist schon eine Top-Landschaft. Durch Zufall auf dem Weg zum See noch die Straße entdeckt, die durch das Gebirge geführt hat. Also zum Schnellfahren eher nicht so zu empfehlen. Und die Straßen hier sind jetzt nicht die besten. Aber die meisten Straßen hier, die haben Bodenwellen vom Allerfeinsten drin. Ist auf alle Fälle mit Vorsicht zu genießen. Boah, Schotter, auch sehr, sehr gefährlich. Da unten ist unser Ziel. Und wo müssen wir jetzt hin? Ich habe absolut keinen Plan. Auf alle Fälle wieder, was für eine Aussicht. Und ich weiß nicht, ob das da hinten Rauch ist oder nicht. Welcome to the Sightseeing Point. So, am Ziel angekommen. Zufälligerweise im Internet gefunden, den Spot hier. Wir waren jetzt, ich glaube, 40 Minuten unterwegs mit dem Zwischenstopp von vorhin beim vertrockneten Wasserfall. Und ich muss ehrlich sagen, landschaftstechnisch doch ist in Ordnung. Kann man sicherlich nicht beschweren. Klar, Straßenverhältnisse, bisschen aufpassen. Es ist in manchen Kurven, Schotter liegt drin. Die Straßen sind uneben wie die Hölle. Und die neuen Straßen, die frisch geteerten Straßen, sind glatt wie solche. Auf alle Fälle, wenn ihr hier fahrt, aufpassen. Ist jetzt nicht unbedingt was für schnelle Fahrer. Macht aber nichts. Ich bin ja wegen dem hier. Wie geht's weiter? Ganz einfach, wir fahren jetzt noch zum Strand. Ob ihr euch da mitnehmen werdet, weiß ich nicht. Wir machen jetzt noch ein kleines Päuschen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass ein Abo da, lass ein Like da, Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Ich bin noch 2 Wochen da. Die erste ist geschafft. Was im nächsten Video auf euch zukommen wird, was zumindest geplant ist, ein kleines Fazit, wie Kroatien ist im Vergleich zu Italien. Vielleicht Mittag nochmal in das Tal runter. Offroad fahren konnte ich ja nicht, weil wegen Tieren. Da wollt ihr jetzt nicht mit Gewalt den Weg entlang fahren und die irgendwie auf Krampf stören. Eine Sache, die ich noch vergessen habe zu erwähnen. Strand und Meer und Stadt und bisschen mehr wird wahrscheinlich nächste Woche quasi im nächsten Video dann kommen. Lost Place habe ich vergessen. Ruine kommt auch noch. Genau, mal schauen, was kommt. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Mit dieser Aussicht verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Video.